Einst verdreht sie Til Schweiger alias Berti im Film Manta Manta den Kopf und wird zum deutschen Sexsymbol der 90er Jahre. Mehr als 30 Jahre später nimmt die Darstellerin von Friseurin Uschi am Dschungelcamp teil. So wie die Karriere von Tina Ruland in den vergangenen Jahrzehnten ihren Lauf nimmt, so verändert sich auch das Äußere der Schauspielerin. In ihren TV-Anfängen mimt die heute 55-Jährige stets das attraktive Mädchen von nebenan. Blonde Locken, ausgefallene und gerne auch mal aufreizende Looks zählen zu den optischen Eigenschaften ihrer Rollen. Dabei steht sie neben allerlei deutschen TV-Größen vor der Kamera, findet ihren sicheren Platz in der Medienbranche. Jung, unschuldig und bildschön, es gibt wohl kaum einen Mann, dessen Herz bei dem Anblick der Schauspielerin nicht höher schlägt. Ihr Haar wird im Laufe ihrer Karriere zwar etwas kürzer und fällt nicht mehr in üppigen Locken über ihre Schulter, an Sexappeal muss sie dafür trotzdem nicht einbüßen. Im Gegenteil, von 1997 bis 2003 ist sie mit Synchronsprecher Manu Lubowski liiert. 3 Jahre später wird sie zum ersten Mal Mutter, 2010 bekommt sie dann ihren zweiten Sohn. Immer wieder zeigt sie sich in der Öffentlichkeit und beweist, dass Alter auch nur eine Zahl ist. Nur eine Sache ändert sich, Tinas Haare werden im Zeitverlauf immer dunkler. Die hellblonde Mähne ist passé, die Länge bleibt. Sie trägt nun aber einen natürlichen Haarton. 2018 nimmt sie bei Let's Dance teil, eine richtige Chance, ihr sportliches Talent unter Beweis zu stellen, hat sie aber nicht. Sie scheidet in der ersten Show aus. Unterkriegen lässt sich die Rheinländerin deswegen trotzdem nicht. Nur an ihrer Haarfarbe schraubt sie nochmal etwas. Die wird in den vergangenen Monaten deutlich dunkler und schimmert in leichten Kupfernuancen. Jetzt ist sie gewappnet für das kommende Abenteuer im Dschungel in Südafrika. Optisch erinnert zwar nur noch wenig an die Uschi von damals, ihren Kämpfergeist sowie ihre attraktive Ausstrahlung behält sich Tina Ruland aber bis heute.